Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Van Americana. Ich bin der Jens und grüße euch unterwegs Richtung Süden, Fahrspur Süd auf der A13. Heute Samstag, der 19. Dezember, Weihnachtstour, kann man sagen. Kurz entschlossen, Kai ist in der Region unterwegs, Dirk und Sonja sind in der Region unterwegs. Da darf der Jens ja auch nicht fehlen. Ne? Ich habe nur heute frei, morgen muss ich arbeiten, aber ich habe morgen Spätdienst. Somit liegt das drin, dass ich heute mal noch ein kleines Stück mitfahre mit den beiden anderen Autos. Und wohin das geht, das sehen wir später. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz entschieden. Jetzt erstmal Richtung Bonaduz noch tanken und was fürs Abendessen kaufen. Der Schnee vom Schneechaos von vor 2 Wochen, ja, der ist hier unten im Tal weitestgehend wieder verschwunden. Man sieht eigentlich nur noch die zusammengeschobenen Reste. Oben in den Bergen hat es aber sicher noch genug, weil das hat über 1 Meter schlussendlich gegeben. Und die Temperaturen waren dann oben in den Bergen auch nicht so hoch, dass das alles wieder weggetaut ist, im Gegensatz zu hier unten. Weil wir haben jetzt 9 Grad plus. Der Föhn weht leicht und das ist natürlich dem Schnee nicht so zuträglich. Aber garantiert wird es nachher weiß werden. Wetter ist so lala. Bis heute Morgen war super blauer Himmel. Jetzt ist Kai hier in der Nähe und bringt die Wolken mit. Dass der sich das nicht mal abgewöhnt. Furchtbar. Oski hat wieder genügend Diesel, Einkäufe sind auch erledigt und jetzt sind wir hier an dem Stellplatz Bonaduz bald, der ist dort vorne rechts. Das war ja mein erstes gesprochenes Video, das erste Video, in dem ich mal selber ins Bild getreten bin und irgendwas vorgestellt habe, ohne Untertitel. Und ja, da sieht es aus, als würden dort schon 2 Vans stehen. Ja, da sind sie. Eben das hier ein Platz, auf dem darf man wirklich auch übernachten. Offiziell Nachtcamping. Eins muss man diesem Platz zumindest jetzt im Winter leider zuschreiben. Er ist ziemlich schlammig. Also gibt immer dreckige Schuhsohlen. Drum laufe ich jetzt durch den Schnee. Ist jemand zu Hause? Nein. Tür steht offen. Einfach Essen einstellen. Nein, da. Okay. Also ich liefere jetzt schnell das Essen ab und nachher fahre ich alleine weiter. Hier stehen lauter dicke, fette Schuhe rum. Da darf man nicht mit diesen gammeligen Schuhen hier rein. Aua, da wirst du gerade erschossen. Ich werde gefilmt und die beiden, die mich filmen, werden auch noch gefilmt. Ja, das ist, oh, und ich filme die filmt, die beiden filmt. Das ist ein Paradoxon, das sich nicht mehr auflöst. Hallo Jens. Hoi. Jens, kommen Sie rein. Wo soll ich denn da noch hin? Ins, ja, das ist gar kein Problem. Ins Bad. Jetzt haben wir mal das Ziel für heute besprochen. Heißt Safiental und im Safiental ganz zu hinterst in einen Ort oder Weiler namens Thalkirch. Dort gibt es einen Parkplatz und wir hoffen, dass der schneefrei ist oder geräumt zumindest, sodass man drauf fahren kann. Ja, und jetzt setze ich mal die Kolonne in Bewegung. Also, wir haben ja mal hier noch einen kurzen Stopp jetzt. Aus einem gewissen Grund stehen hier die alten Herren mitten auf der Straße rum. Da vorne ist der Aussichtspunkt für die Rheinschlucht, die Ruina Ulta. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt schaut euch diese Schuhe an. Also Dirk hat das gerade als Schuhe bezeichnet. Musik.
Und nochmal ein Stopp hier an der Ruina Olta, beziehungsweise hier eigentlich an der Einmündung vom Safiental ins Rheintal. Unten der Bach heißt Rabiosa und den werden wir heute noch öfters sehen, weil wir fahren jetzt dann dort hinter und das Rheintal, das geht dort hoch Richtung Disentis Oberalppass. Da drüben seht ihr auch schon die Straße Richtung Versaben hoch, da die Kehre und nachher geht es dann über eine Brücke dort unten. Und vor der alten Brücke, das ist die vordere von hier aus gesehen, da gibt es auch noch eine Art Parkbucht, so eine kleine Einfahrt. Und dort könnte man rein theoretisch auch übernachten mit dem Auto. Ich weiß nicht, der Kai hat das glaube ich sogar mal gemacht. Jetzt stehen wir hier ungefähr auf 900 Meter und nachher ändert sich das deutlich. Korrigiert sich deutlich nach oben die Zahl. 1700, 1750 sind es dann nachher. In demokratischer Abstimmung haben wir jetzt beschlossen, dass wir doch mal auf den Aussichtspunkt laufen, der dort vorne hinter dem Baum ist und einen guten Eindruck über die ganze Landschaft gibt und auch über die Einmündung von der Rabiosa in den Rhein. Da laufen wir mal hin. 10 Minuten ungefähr. Was? Das ist ja Landstreicherei. Landstreicherei. Was? Wie weit? 10 Minuten? Was? Nee. Warte, ich hol einen Scooter. Ja, mach mal. Das wäre mal ein Versuch wert. Da kann er endlich mal zeigen, was er kann. Die Flachland-Tiroler sind der Meinung, hier hat es ja viel Schnee. Betonung auf... Zentimeter mehr wie bei uns. Okay. Ja, hier nochmal eine schöne Aussicht Richtung Safiental hinter. Und die alte und die neue Brücke da unten nochmal. Nee, nee, ist nicht zu. Das geht da rechts hoch dann. Das wird hier ja mehr und mehr zu einem Sportevent. Ja, ja. Thermoskanne. Geh nie ohne meine Thermoskanne weg. Die Objektivthermoskanne. Die Chinesen, die fahren auch immer da unten vorbei. Im Zug sitzend. Wir beenden jetzt mal den kurzen Ausflug hier hoch, diese Mini-Wanderung, und laufen wieder zurück zu den Autos, die sich dort vorne befinden. Und dann geht es doch mal wirklich ins Safiental rein jetzt. Kai will gar nicht mehr weg. Was die Rheinschlucht so besonders macht, ist das Material des Felsgesteins hier. Das ist alles Bergsturzmaterial und ich hatte es glaube ich schon mal erzählt in irgendeinem Video. Der Bergsturz von Flims hat das hier alles mal zugeschüttet vor vielen tausend Jahren. Und das ist eigentlich alles komprimiertes, lockeres Gestein. Sind natürlich auch ein paar größere Felsen mal dazwischen, wie der hier zum Beispiel. Aber vieles wirklich nur so locker und zusammengepresst, wie das, was ihr da unten seht. Und drum ist das hier definitiv keine Kletterlandschaft. Also man kann hier nicht gut irgendwelche Haken setzen oder sich bewegen, weil man immer Gefahr läuft in der Wand, dass irgendwas locker ist und man dann runterfällt. Ja, und der Rhein und die Rabiosa, also der Fluss da unten, die haben sich dann halt irgendwann hier ihren Weg gesucht durch dieses Bergsturzmaterial und diese Schlucht erschaffen. Man kann ja sagen, ein Schluchtensystem sogar. Und das war halt hier wirklich mehrere hundert Meter hoch verschüttet. Und daraus ist dann die Ruina Olta entstanden. So, nachdem wir den nächsten Touristenspot auch gemacht haben, geht es jetzt dann wirklich mal fahrenderweise ein Stück weiter und nicht rumlaufenderweise links und rechts, sondern wir fahren jetzt dann wirklich mal ein Stück rein ins Tal und ich melde mich dann, wenn es was zu sehen gibt. I know
that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go, we're better off tomorrow. But who knows, if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't quench your desiring what you can't control. We fly, try so hard together. And we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know. Like sun and rain and trust and letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. Wir erreichen nun Safienplatz, das ist der Hauptort der Gemeinde, ziemlich tief unten im Tal und doch schon irgendwie 1500 Meter hoch. Und nach Safienplatz geht es dann noch 7-8 Kilometer weiter bis Thalkirch. Thalkirch ist dann das Ende der befahrbaren Straße. For indifference, you're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, we get a little wiser. Ja, und hier nach Safienplatz steigt dann die Straße noch mal ein bisschen an. Es geht jetzt da von 1400 Meter circa, geht's hoch auf 1700. Wie viele Siedlungen in den Alpentälern ist auch hier das Safiental von den Walsern bewohnt oder besiedelt worden. Die Walser immer zu oberst und zu hinterst in den Tälern. Die wurden früher woanders vertrieben und haben dann hier oben in den hintersten Tälern einfach ihr hartes Leben gefristet. Und hat auch ein paar Spracheinflüsse. Walserdeutsch, das ist so ein bisschen spezieller. Hört sich anders an als die anderen Dialekte. Auch die anderen Dialekte im Kanton hier in Graubünden. Das Walserisch, das ist ein bisschen speziell. Wird heute immer noch gepflegt. Ja, ihr merkt sicher schon, es wird langsam karger. Bäume nehmen jetzt etwas ab, wir kommen in die Höhe. Erstaunlich, wie viel Schnee auch hier geschmolzen ist. Das liegt jetzt da so auf den Dächern 20-30 cm, nicht mehr. Auffallend ist, wie viel Verkehr hier heute ist, weil eigentlich wohnt ja hier hinten fast keiner mehr. Aber es kommen andauernd Autos entgegen, ganz extrem. Wir sind jetzt schon in Thalkirch, beziehungsweise eigentlich sogar schon durch Thalkirch durch und fahren jetzt da hinten zum Ort raus in ganz tollem Licht. Ihr seht's, ganz spezielle Stimmung im Moment. Und jetzt geht's da noch so vielleicht einen Kilometer hinter
und dann haben wir da hoffentlich einen freigefrästen Parkplatz. Ist schon grandios. Hat ein bisschen was von Juff auch hier. Ist nicht ganz so hoch gelegen, aber trotzdem auch so weitgehend baumlos. Und daher so, ja, und daher ganz spezielle Stimmung hier auch. So langsam wird es arktisch. Hier könnte man sogar noch ein bisschen shoppen. Da gibt es Wurst und Käse und andere Sachen. Habe ja schon mal was geholt, ist ganz gut. Man kriegt sogar hier zu hinterst im Tal noch so ein paar Lebensmittel, falls man vorm Verhungern ist. Dirk wird jetzt von Kai eingewiesen, während ich hier rumfilme. Dirk war eben noch nie hier und das wurde auch mal Zeit. Ja, und ich war mit Oski auch noch nie hier hinten. Definitiv nicht. Und auch eine Premiere mal. Gar nicht so weit weg von zu Hause und trotzdem was Neues. Jetzt sollte dann irgendwann mal ein Parkplatz kommen, links, der hoffentlich geräumt ist. Weil sonst haben wir ein Problem. Weil weiterfahren darf man nicht, da ist Fahrverbot. Aber sieht gut aus. Und ganz schön was los da. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen normal hier hinstellen, nebeneinander geparkt. Und im Moment stehen da noch einige Autos rum und nachher, denke ich, können wir dann eben auch ein bisschen dichter aneinander. Der geneigte Dieselheizungsbesitzer, ja, der muss manchmal auch ein bisschen ein Auge zudrücken können. Und die Qualmerei, die da halt der Oski hat, die auch der Zottel hat und manch anderer mit einer Dieselheizung. Ja, man kann sich nicht drüber aufregen, es ist einfach so. Und ja, ich habe beschlossen, ich nehme das ein bisschen mit Humor und drücke mal irgendwo ein Auge zu und verpasse dem Oski einen Kleber. Jetzt stinkt er nicht mehr, jetzt läuft das Ding und es ist erträglich, aber beim Start ist es halt schon manchmal echt lästig. Ist ein Magnet, kann man jederzeit wieder abnehmen, wenn es einem nicht mehr gefällt. Und der Spruch, chli stinke muss es, ist eigentlich aus der Werbung, aus der Fernsehwerbung, wird im Zusammenhang mit Raclette-Käse verwendet, hier in der Schweiz. Und auf Hochdeutsch heißt das Ganze, etwas stinken muss es. Sonst ist es keine Dieselheizung. Und interessanterweise sind diese Magnettafeln nicht so teuer. Das teuerste ist eigentlich die Einrichtung des Druckers. Drum habe ich gerade ein paar mehr bestellt. Jetzt hat der da auch so ein Ding am Auto. Der da auch. Nur der weiß es noch nicht. Mal sehen, wann er es entdeckt. Bin ich echt mal gespannt, wenn es ihm auffällt. Vielleicht fällt sie mal gar nicht auf. Ist ja schon ein bisschen älter, der Dirk. Der Parkplatz hier, der ist eigentlich gedacht für die Langläufer grundsätzlich. Also es gibt hier gespurte Loipen in dem Talboden hier. Ich sehe jetzt gerade keinen Loipenplan. 7 Kilometer lang ist sie. Und sie können beim Langlaufen mit etwas Glück Steinböcke, Gämsen und Rehe beobachten. So, kleine Umstellaktion jetzt noch. Wir versuchen noch irgendwie eine Wagenburg zu machen, was aber gar nicht so einfach ist. Heute machen wir mal ein Essen passend zur Jahreszeit. Und zwar braucht es das hier, was da auf dem Tisch liegt. Und das ist der Topf, das ist das Brennmaterial und das hier ist das Essen. Fondue, Mottier Mottier mit Vacherin, Fribourgeois
und Gruyère, Greizer Käse. Und das hier ist irgendwie eine Mischung, die ich noch nicht kenne. Das wird sich aber gut ergänzen. Für Fondue braucht es da noch ein bisschen Stärke. In der Regel nimmt man Maisstärke und noch ein bisschen Kirsch. Weißwein ist da schon drin. Da fehlt er und ich habe keinen, aber wir machen das dann mit etwas mehr Kirschfett. Der Käse ist jetzt mal in der Pfanne und wird erhitzt. Man darf aber nicht zu viel Gas geben, sonst fängt das an anzubrennen. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser ergänzt. Mangels Weißwein ein bisschen Wasser genommen. Nachher wird das dann eben relativ flüssig werden wahrscheinlich. Und dann muss man das noch ein bisschen abbinden. Und abbinden tut man das dann eben mit Maisstärke in Verbindung mit Kirsch. Also die Maisstärke im Kirsch ein bisschen auflösen, flüssig machen und dann vorsichtig da reingießen. Und dann bindet das ab. Man darf es nicht zu dick machen und nicht zu dünn. Das ist ein bisschen Gefühl. Und was man hier eben machen sollte beim Erhitzen, ist auch ein bisschen rühren. Das ist jetzt ein Vorgang, der dauert ein bisschen. Ich mache das auf kleiner Flamme hier. Besser gesagt auf der großen Flamme in kleiner Stellung vom Feuer. Ich habe jetzt noch zwei Knoblauchzehen dazugegeben. Das ist ein Kann, aber nicht ein Muss. Man kann da auch durchaus noch mehr Knoblauchzehen dazugeben. Man kann natürlich auch nach Belieben. Ja, es gibt Leute, die machen da noch Steinpilze mit rein. Oder irgendwie eine Kartoffel. Habe ich auch schon gesehen. Aber grundsätzlich Käsefondue, eigentlich nur Käse, Weißwein und Maisstärke und Kirschwasser. Der Knoblauch, der rundet den Geschmack noch so ein bisschen ab. Und zum Schluss ist es dann ein schönes Spiel. Kann man dann den Knoblauch auch noch rausfischen mit seiner Gabel. Was ich auch immer gern habe zum Käsefondue ist Pfeffer aus der Mühle. 2 Löffel Maisstärke und 2 Zentiliter Kirschwasser sind jetzt hier schon zusammengefügt. Das gibt dann so eine milchige Flüssigkeit. Die muss man auch immer wieder mal rühren, damit sich die Maisstärke nicht absetzt. Und das kommt dann, sobald das hier kocht, in das Käsefondue rein. Und dann wird das eben noch ein bisschen dicker, weil der Käse schmilzt jetzt. Und dann ist das noch eine ziemlich dünne Sache hier. Mit der Maisstärke wird das dann eben etwas dicker. Kann man auch ein bisschen dosieren mit dem Wasser oder mit dem Weißwein dazu. Dann wird das nicht so dünn. Aber wir müssen ja 4 hungrige Leute satt bringen. Darum machen wir das so. Jetzt wäre noch die Frage, was trinkt man denn zum Käsefondue? Weißwein ist ja schon drin. Also müsste man rein theoretisch nicht noch mehr Weißwein haben. Aber es ist schon so, Weißwein passt ganz gut dazu. Rotwein eher weniger. Was wir eigentlich immer machen, aber jetzt heute Abend nicht, aber zu Hause, ist Schwarztee dazu. Schwarztee ist wirklich gut passend zu Käsefondue. So ein bisschen neutral im Geschmack, nicht allzu stark und das passt echt gut. Jetzt fängt das an zu kochen und ist noch deutlich zu flüssig. Wenn ihr eine Fertigmischung kauft, ist es meistens so abgestimmt, dass es perfekt ist. Also ihr müsst es dann nur erhitzen und dann ist es gut. Da ist meist alles drin. Stärke, Kirsch und Weißwein und Käse im richtigen Verhältnis. Und hier muss ich das jetzt einfach noch ein bisschen dicker machen und dann ist es perfekt. So, und das mache ich jetzt. Da kann ich die Kamera jetzt gerade nicht halten, aber das ist auch keine große Sache. Und wir sehen uns jetzt dann im Avanti wieder. Jetzt haben wir so eine leicht cremige Konsistenz und so ist das in etwa gut. Das kocht ja dann drüben weiter ein. Also es kocht ja dann auf dem Feuer weiter ein. Und mit Brot nimmt man auch immer die Flüssigkeit raus. Das wird dann also beim Essen immer dicker. Zum Schluss ist es dann eine richtige Käsebrei, kann man sagen. Aber so ist es am Anfang gut. Also cremig, nicht zu dick machen. Sonst hat man dann zum Schluss richtiges festes Zeugs und das ist blöd zum Essen. Aber so passt das gut. Ich trinke nochmal immer lieber den roten. Wenn du den eingepackt hast, haben wir auch einen roten. Ich habe 4 Flaschen von dem weißen eingepackt. Ja. Okay. Ist das nicht der Hammer, Leute? Schaut euch das an. Ja, das ist geil. Also
Viel besser geht's nicht. Brauchst du Licht? Ne, ist gut. Ich hab das gern so ein bisschen. Könnte uns schlechter treffen. Muckelig. Ja, guck mal, was passiert. Wenn ich sage, es könnte uns schlechter treffen, was passiert? Es trifft uns schlechter. Es trifft uns schlechter und er kommt zur Tür rein. Oh Gott. So, Moment. Das Ganze muss jetzt einfach. So, komm rein! Ach, es ist so beleidigt. Bis der Kai wieder kommt. Brennt's noch? Brennt noch. Gut. Wir müssen jetzt langsam anfangen mit der Bearbeitung. Euch riecht's nach Alkohol, kann das sein? Da sag ich noch, es könnte uns schlechter treffen und dann kommt er zur Tür rein. Komm rein! Was habt ihr hier gemacht? Glühwein! Ohne mich. Ja, klar, mir gesoffen. Gerade Glühwein eigentlich. Ich kämpfe mit meiner Heizung und ihr lasst euch gut gehen. Ja. So eine gewisse Weihnachtsstimmung kommt jetzt eigentlich auf hier, ne? Mein Würfel. Nee, den nehme ich. Setz dich da rein. Jetzt. Du setz dich jetzt bitte dahin. Ich mag da nicht sitzen. Zack. Angst. Warum? Nein. Bist du mal am Dirk oder was? Ja. Der ist schon mal so gemein. Das ist auch richtig so. Haben wir denn auch so Stäbchen? Ja, im Brot. Guck mal. Ah, Stäbchen. Stäbchen? Gabeln. Gabeln. Wir haben schon mal mit. Ah, der passt hier sogar vorbei, der Tisch. Das ist auch gut. Auch die Finger da reinstecken. Also wenn der Junge was kann, dann ist es Kochen, ne? Egal was es ist. Das ist ja nur warm machen, ist das. Es ist wirklich nur warm machen. Okay. Da kann man eigentlich, gar nichts falsch machen, außer anbrennen lassen. Anbrennen lassen ist schlecht. So. Wahrscheinlich hat sich das Brot gebuntert. Gute Mischung, ich glaube schon. Mhm. Gut. Auch hier gilt der Spruch, Rli stinke Moses. Also wenn er das in einem Camper macht, Leute. Macht's immer einem anderen. Macht's nicht im eigenen, weil der ist nachher unverkäuflich. Der riecht dann die Reste seiner Tage riecht er nach Käsefüßchen. Ist da doch Knoblauch durch? Da sind 2 Zehen drin, ja. Man könnte da auch deutlich mehr reinmachen. Mhm. Ja. Mehr ist besser. Wie mit Käse. So, von mir kannst du jetzt wieder ausmachen da hinten. Da wird das immer ein bisschen romantisch. Mhm. Ah. Machen wir noch einen Drohnenflug übers Fondue. Das kannst du mal sagen. Sonntagmorgen, kurz vor 9. Ich grüße euch aus dem Safiental und zwar von ganz hinten. Ja, ganz eine ruhige Nacht, war nicht anders zu erwarten. Wir waren wirklich allein auf dem Parkplatz. War zwar noch ein weiterer Van, dann später dazugekommen, aber von dem hat man nicht viel wahrgenommen. Jetzt am Morgen kommen dann noch die Langläufer dazu. Die verrichten ihre Dinge, packen die Ski aus und schnallen die unter die Schuhe. Das hört man natürlich ein bisschen, aber stört auch nicht weiter. Ist ja nicht so, dass hier Hunderte kommen. Ja, sind gleich 5, 6 Autos jetzt auf dem Parkplatz unten. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter hochgelaufen mal. Die ruhige Morgenstimmung ein bisschen genießen in dieser doch ziemlich verschneiten Landschaft. Man sieht zwar, dass der Schnee schon ein bisschen angefressen wurde von der Sonne, auch hier oben. Aber insgesamt noch tief winterlich. Und da vorne seht ihr einen Zaun. Und dahinter verbirgt sich ein Speicherbecken. Im Sommer kann man meines Wissens mit dem Auto noch weiter hinterfahren hier. Und hinter dem Speicherbecken hat es noch einen Parkplatz. Da hat es auch noch ein paar Bänke und eine Grillmöglichkeit. Somit hat man da noch ein paar Möglichkeiten mehr. Was sehr beeindruckend ist, dort hinten diese gefrorenen Wasserfälle. Seht ihr da? Da könnte man sicher Eis klettern, wenn man das mag. Ich bin ja nicht so der Kletterer. Also für mich kommt das, glaube ich, nicht in Frage. Aber es sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Dieses viele gefrorene Wasser an den Felsen. Und ja, wir sind hier ungefähr auf ja, knapp unter 1800 Metern. Was gibt es sonst noch zu sagen? Hier links das Speicherbecken von den Kraftwerken. Von den Speicherbecken gibt es in diesen Alpentälern doch immer wieder mal eins. Wenn es nicht einen großen Stausee gibt, dann halt irgendwie so ein kleines Becken. Die ganzen Täler, das ist noch interessant, die ganzen Täler sind miteinander wassertechnisch verbunden. Also da wird mit den Wassermengen hin und her jongliert, wo es gerade gebraucht wird zum Energiegewinnen oder zum
Energie speichern, wird das halt hin und her gepumpt. Und das ist eines dieser Becken hier. Ist nicht besonders hübsch im Sommer, weil das ist mit Beton eingefasst. Aber naja, muss halt sein. Und so sieht dieser See aus. Ja, nicht natürlich, sieht man sofort. Aber spielt jetzt hier in diesem Tal auch keine große Rolle. Also es macht es nicht so viel hässlicher, dass es wirklich stört. Und es gibt ein paar schöne Spiegelungen. Temperatur heute Morgen erstaunlich warm. Wir haben 0 Grad vom Citroën angezeigt bekommen. Fühlt sich auch so an, also es ist nicht besonders kalt. Ziemlich windstill zum Glück im Moment. Und was man aber sieht, heute ist Föhnstimmung. Also von Süden werden Wolken über die Alpen drüber gedrückt. Sieht man da oben. Da ist ein bisschen Bewegung drin und in Chur wird es wahrscheinlich ziemlich stark luften. Aber hier das Safiental, das ist wahrscheinlich nicht so ein richtiges Föhntal. Und daher hier fast windstill. Kann man auch mal unverrauschte Sprachaufnahmen machen. Morgen, Dirk. Guten Morgen, genau. Ja. Ja. Sieht gut aus. Bestaunst du die Rösti? Ja. Ja. In der Regel, die Mitfahrer wünschen sich immer Rösti. So kann ich die auch. Nur wenn es ans Wenden geht, dann hört es auf. Naja, das. Da, da gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Deckel drauf, oder? Mhm. Teller. Und, ja, du kannst das aber doch bestimmt so. Ich kann das, ja. Schon mal gemacht, ja. Werfen wir noch mal einen Blick auf den Platz hier, auf den Parkplatz in Thalkirch. Und jetzt muss ich dann gerade losfahren Richtung Arbeit. Währenddessen hier die Winterwanderer und Skilangläufer und Eiskletterer alle unterwegs sind. Also mittags ist der Parkplatz auch völlig ausgestorben, genauso wie nachts. Und ich denke, wenn man jetzt hier campt oder sich mit dem Camper hinstellt, besser gesagt, man sollte nicht zu viel Campingverhalten zeigen, würde ich jetzt meinen, einfach sich mit dem Auto hinstellen und nicht alles auspacken. Und dann wird dieser Parkplatz wahrscheinlich auch noch lange gut sein und ohne Verbotstafeln auskommen. Weil man ja eben nicht ganz so alleine ist hier, man ist doch noch irgendwo in der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu irgendeinem Waldparkplatz. Oh. Und wie das im Sommer aussieht, wäre mal interessant. Ich glaube, das wäre nächsten Sommer mal ein Ziel, was wir noch anfahren. Und da kann man natürlich auch noch ein bisschen Aktivitäten machen, hier mit dem Mountainbike unterwegs sein oder mit dem E-Scooter oder irgendwie sowas. Oder wandern halt. Das soll es mal gewesen sein von diesem doch eher kurzen Trip, arbeitsbedingt. Ein Tagestrip quasi. Und ich danke euch fürs Zuschauen und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. The end. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. Mm-hmm. Before you make it safely to the end.